Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge der Sweet Legacy Challenge. Die zwei sitzen jetzt hier so schön und, ach guck mal an, lustige Geschichte erzählen. Ja, heute feiern wir definitiv den Geburtstag von der kleinen Maus. Und ich hätte eigentlich gerne noch, dass du ein Foto von ihr machst. Wann ziehen wir denn endlich um? Mein Zimmer ist klein. Das weiß die jetzt schon. Das ist schon eine raffinierte Maus. Oh, wie knuffig. Richtig naseweiß hier. Miss Naseweiß. Und den Kleinen. Ja, genau. So, ja, ich habe mal den Fotoapparat von der Jackie aus der Tasche gemopst. Weil, ja, ne, die letzten Gelegenheiten für Fotos sind jetzt da. So, sie hat den Kuchen drin. Und ich würde mal sagen, wir richten mal die Party aus. Jackie! Jackie, steh auf! So, gibt es hier noch irgendwas ohne ein Herzchen? Ich glaube nicht, aber das hier könnten wir extrahieren. 175. Versteinertes Dings da. Das ist perfekt. So. Wie sieht's aus? Grün. Okay, das muss reichen. So. Jetzt musst du mal ans Handy. Und zwar gesellschaftliches Ereignis planen. Jawohl. Ich hoffe, du kennst die Antons. Weil wir feiern ja bei denen, bei den Großeltern quasi, der Kleinen, feiern wir jetzt Geburtstag. Los, Party, Partyhüte auspacken und, ne? Ab ins Getümmel. So, Geburtstagsparty. Geburtstagssim ist natürlich die kleine Cindy-Maus. So, und wenn wir jetzt noch die Gäste einladen. Die Antons. Das ist die Desiree. Der Bob kann kommen. Also, man kann jetzt anhand von den Gästen dann auch die Häuser der Gäste auswählen gleich. Und dann können wir auch schön dort Geburtstag feiern. Alexander Grusel kann kommen, weil sie wird ja zum Kind. Nein, sie kommt nicht mit. Aber die Omi kann mit. Das ist ja die Omi von der Kleinen und unsere Familie natürlich auch. Luke ist ein Teenager. Oh, bist du nicht auch ein Teenager? Okay, da fehlen noch die zwei. Der Papi. Ja, und die Tina ist jetzt auch älter geworden. Die kann auch mal mit. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich irgendwen vergessen, den ich gern einladen möchte? Den oder die? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja gut. Nee, wir können auch gar keinen mehr einladen. Schaut an. Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Das wird ein volles Haus. Aber die haben ja Platz. Jetzt muss man natürlich noch hier unten hin. Ganz weit runter. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, bei denen zu Hause das zu machen. Das ist das Haus von denen. Findet ihr bei mir in der Galerie. Und im Sims Zoo verlinke ich euch. Und jetzt starten wir mal die Feier. Oh, wie cool. Es ist sogar schönes Wetter. Das ist ja wundervoll. Das ist echt cool. Komm, begrüß mal deinen schon lange nicht mehr gesehenen Freund. Ich weiß gar nicht, was seid ihr? Nur Liebende? Also was heißt nur? Wir reden nicht über den Wind, aber wir tratschen mal über alles, was jetzt passiert ist. Und die Kleine wird erstmal hochgehoben. Und dann watscheln wir mal ins Haus. Toll. Ab ins Haus. Dann könnt ihr auch hier drin plaudern. Okay. So, wir haben wunderbares Wetter. Das ist so cool, Leute. Ich zeige euch mal kurz das Haus. Wir haben das ja zuletzt in der Crafting Challenge gesehen. Und das sieht so aus. Und ja. Das Haus gibt es auch in Sims 3 von mir. Da
Da habe ich es nämlich zuerst gebaut damals. Findet ihr auch im Sims so. So. Wir gehen jetzt mal schön in die Sonne. Wo können wir denn unsere Torte aufstellen? Dort vielleicht. Wie lange musst denn du arbeiten? Ach, und da sehe ich natürlich was. Erstmal gucken, wie lange arbeiten muss. Bis 17 Uhr, okay. Ich hoffe mal, dann denke ich dran und dann kommt er dann auch hierher. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hin. Weil schaut mal, wer hier ist. Das ist die Schwester von Tommy. Die Verschollene. Die hat noch keiner kennengelernt aus der Familie. Das holen wir heute nach. Plaudern? Na gut, dann quatscht man noch kurz. Sie hat euch auch ewig nicht gesehen. Reparatur-Tipps? Was hast du die Kleine nicht mitgebracht, Mensch? Na gut, okay. Ja. Stell dich mal vor, ganz freundlich. So freundlich, wie du nur kannst. Und wo bist du, Maus? Natürlich. Heb sie mal bitte hoch. Dann machst du das halt. Jolena. Ach, guck mal, Charlie ist da. Vorteil des Vegetarismus? Preisen. Ach ja. Miranda. Ja, da hat die kleine Cindy halt auch eine schöne Cousine. Ist doch Cousine, ne? Ja, ich glaube schon. Bob. Hast du sie jetzt hochgehoben? Nein, was tust du? Nein, du tust jetzt kein Essen bestellen. Kommst du alleine? Ach, guck mal, du bist schon ein großes Mäuschen, ne? Bist du so süß? Ich mach's schon selber. Aber du brauchst jetzt nicht ganz hochlaufen, Kleine. Nee, komm. Komm lieber in den Garten. So, hier hingehen. Und du könntest... Was könntest du machen? Wir haben hier 3 Stunden mit Geburtstagskind Geburtstagssim Kontakt knüpfen. Speisen essen? Hier sind ja Speisen. 8 übrig. Zum Essen rufen. Mach das mal. Wir essen zwar noch Torte, aber hey... Was soll's. So, du tust dich jetzt auch mal hier vorstellen, lustig vorstellen. Und Getränke zubereiten vielleicht. Für Charlie. Ja, du kannst wirklich was essen, Tatsache. So, Kleine, du kommst? Ja, okay, du kommst essen. Jetzt rennst du weg, ne? Ja, ich merke schon, es wird ein ganz toller Geburtstag. Hast du dir jetzt was geholt? Wieso nicht? Okay, das ist schlecht. Wieso geht das denn nicht? Fortsetzen? Hä? Wieso das denn? Okay, wir machen das anders. Wir zerstören das. Elote machen wir. Was auch immer das ist. Enrico hat einfach die coolsten Klamotten. Ja, er kommt halt auch von der Insel, ne? Und er zeigt das auch. Zeit verschönern. Und Alexander, ach ja, du kennst ihn ja sowieso. Tu mal mit der Daisy requatschen. Von sprudelndem Säft schwärmen, ja. Wer bist du? Ah, Selina. Du kennst deine Omi nicht. Ich werde irre. Nach Welt fragen. Und die andere Omi auch gleich kennenlernen. Mit Fremden reden, jawohl. Wo kommen denn die Dinos her? Als wenn sie das wüsste. So alt ist sie doch gar nicht. Was hast denn du da?
Ah, du trinkst dein Kombucha. Sehr gut. Du, das schmeckt gut. Muss auch mal probieren. Okay. 18 Uhr. Tommy, schnell, komm her. Hier hinbringen. Jawohl. Schnell spielen. Schnell spielen. Ja, nicht der Hunger, ne? Schnell, schnell essen. Portion nehmen, was ist das? Elote. Klassische Mahlzeit. Maiskolben. Ah. Auf jeden Fall wirst du auf Anhieb begeistert sein. Ja, sehr schön. So, ich hoffe, der Kuchen ist noch gut. Sehr schön. Noch 18 Stunden. Freundlich vorstellen. Wieso guckst denn du so drauf? Der muss pipi. Komm, begrüß mal deine Mutti, wenn du gleich fertig bist. Kompliment machen. Er ist ja gut erzogen, ne? So, Speisen essen, das wird schon mal was. Spielen, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden gleich. Ja. Na, oh, hi Mutti. Ich war ewig nicht hier, ich weiß. Ein bisschen tratschen, weil er ist ja gut erzogen. Ach ja. Ja, rede ruhig mit ihm. Ah, okay. Tag verschönern. Und dann auch mal mit deiner Schwiegermutter über Interessen reden. Vielleicht habt ihr ja welche. Ach, guck mal, wie schön ihr hier sitzt. Wie toll. Cool. Ja, jetzt seid ihr schon Senioren. Wie frisch? Hast du frisch? Wo bist denn du, Kleine? Oh, wie knuffig. Ah, cool. Das ist ein Geburtstagsessen, ne? Wie süß. Ja, ich muss gerade Bilder machen, Leute. Ich liebe es. Und wir waren ja echt noch nie so wirklich hier mit dieser Familie in dieser Staffel. Ja, und er weiß auch genau, was er sagen will. Cool. Ich habe den größeren Kolben. Guck mal. Lecker Schmecker. Hm. Ja, bei Kindern ist das wichtig. Wie groß die Portion ist. So. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir hier die Torte aufstellen. Und wer könnte denn jetzt aufräumen? So als gute Schwiegertochter ist eigentlich Sophie dran. Hör auf zu quatschen. Nein, und keinen schmutzigen Witz erzählen. Oh, was, kennst du ihn? Ja, du kennst ihn. Ihr kennt euch alle so ein bisschen, okay. Was machst du? Tanzen? Komm mal bitte hier runter. Du bist bestimmt wieder abgehauen. Okay. Alexander. So, ich hoffe, du kommst. Hast du jetzt nur den einen Teller mitgenommen? Willst du mich veräppeln? Naja, okay, egal. Wir stellen das jetzt hier hin. Die Kerzen sind ja schon drauf. Und jetzt bitte Sim altern lassen, deine Kerzen ausblasen, helfen, Cindy. Ach ja, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Cindy als Kind. Ich meine, sie scheint ja wirklich so ein abgebrühter, harter Knochen zu sein. Mit sehr viel Humor und... Ja, also, das ist das, was ich jetzt so gemerkt habe. Nein, hör auf damit! Mensch, ich werd blöde! Die haben die Torte angenagt.
Geht das jetzt noch? Nicht überprüfen. Jetzt hol sie doch einfach. Hör auf zu quatschen. Ei, nein. Ja, die wurde halt nicht hier gebacken. Die haben jetzt nicht diesen Effekt, dass die nicht da dran gehen sollen. Könntest du... Nein, es geht nicht mehr. Leute, wie soll ich denn das jetzt schaffen, bitte? Okay, Leute, es ist, wie es ist. Ich werde mal gucken, ob der Tommy jetzt mal hier eine Torte backen kann. Ich werde kein Merkmal kaufen. Das stets willkommen wollte ich eigentlich kaufen, vielleicht für nochmal zu backen. Für Kuchen kochen, bitte. Aber ich lasse es sein, weil die einzigste wäre die Jackie gewesen und ich wollte ihr das jetzt nicht eigentlich aufzwängen, weil das... Ja, nee. Wir machen jetzt nochmal den Matcha-Teekuchen. Eventuell wird Tommy rausgeschmissen, weil er jetzt gleich in die Küche geht und backt. Aber hey, ist mir jetzt auch egal. Die Party wird sowieso verhunzt. Die ist gleich vorbei. Vielleicht tut das bisschen Kuchen hier, was schon geschnabbelt wurde, irgendwie was machen. Ja, abfeiern. Ganz toll. Cindy ist müde. Das heißt, sie wird das eh nicht schaffen. Kann man dich nicht irgendwie... Ah, hier gibt es kein Kleinkinderbett, gell? Also Tommy wird momentan noch nicht rausgeschmissen. Das ist echt interessant. Nee, hier ist kein Kleinkinderbett. Gut, Kleine, da wirst du wohl hier auf der Couch pennen müssen. Nickerchen machen. Oder auf dem Sessel von mir aus. Geh du mal pinkeln, bevor du dir... Ja, in die schöne Hose machst. Vielleicht kriegen wir sie noch älter. Aber stopp, wenn es soweit ist, dann sind die Gäste nicht mehr da. Es ist schade, dass wieder mal dieses wunderbare System, dass einfach jeder direkt den Kuchen angrapscht, auch wenn Kerzen draufstehen, wieder den Geburtstag versaut hat. Also das heißt wieder. Normalerweise war es halt früher so, dass wenn Kerzen drauf waren, keiner dran gegangen ist. Ja, jetzt bleiben halt nur noch Kerzen übrig. Was soll es? Es ist, wie es ist. Helfen Kerzen... Ich werde irre. Der Kuchen ist leer, dann geht das. Sehr schön. Dann machen wir es halt so. Kein Problem. Alles gut, völlig normal. Kommst du abfeiern? Natürlich. Wir machen mit der unsichtbaren Torte, machen wir jetzt hier Geburtstagskerzen auspusten. Jawohl, ich habe nichts dagegen. Wie auf Wiedersehen. Achso, ja stimmt. Party ist ja vorbei. Abfeiern. Kommt sie. Komm, mach Nickerchen, Ende Gelände. Dieses Spiel. Ich meine, so sehr ich es auch liebe, aber dieses Spiel. Ja, du bist abgeholt. Ich hab's schon gesehen. Tschüssi. Lass das bitte stehen hier. Bitte lass das stehen. Bitte. Gott, lass das stehen. Es wird benutzt. Komm schon. Nein. Es ist nicht mehr anklickbar. Happy Birthday, Cindy. Es tut mir echt leid. Ja, ich glaube, da brauchen wir es auch nicht großartig drüber reden. Okay, wir haben die verschollene Schwester von Tommy kennengelernt, den fleißigen Papi wiedergesehen, den William. Ja, und wir reisen jetzt einfach nach Hause, ohne noch viele Worte zu verlieren. Hast du einen Kuchen gemacht? Nein. Kein Problem.
Wir machen es weg, wir hinterlassen keine Spuren und wir gehen es nach Hause. Du hast noch ein Stück gekriegt, ne? Naja, schon klar. Zu Hause. Ach ja. So, rein hier. Achso, ich habe übrigens mal ein bisschen im Internet gelesen. Da ja, ja, bringen Sie mal ins Bett, bitte. Danach kannst du in die Box machen. Ach, du bist gar nicht. Wer wartet denn jetzt hier so? Ah, du bist das gewesen. Ja, okay, egal. Also auf jeden Fall. Ich habe im Internet ein bisschen geschaut, wieso denn die Jackie es so schwer hat mit ihrem Job. Und ja, ich habe dann gelesen, dass man diese Lizenz für den paranormalen Ermittler auch von dem Geist kriegt, von dem Gaudry. Oder wie er heißt. Kräuterbasilikum. Säft. Ja, und die bekommt man erst mit dem höchsten Level, also mit Stufe 5 der Mediumfähigkeit. Und ja, kann sein, dass es daran echt liegt, dass wir da einfach versagen immer, weil wir einfach erst diese Jobs annehmen sollten, wenn wir wirklich das höchste Level erreicht haben. Fand ich ein bisschen schade, du bist im falschen Bett, Mädchen. Weil das irgendwie nicht dabei stand. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das gelesen habe. Wir können ja nochmal gucken. Hier, mit Sims mit dieser Lizenz könnten sich als Freelancer-Ermittler dem Föderalen Büro für Spukinvestigation anschließen. Da steht halt nichts dabei, ne? Ja, das wusste ich nicht. Jetzt haben wir uns so oft durch die Spukhäuser gequält. Und naja, gut. Es war halt echt umsonst. Hätten wir anders machen können, aber jetzt weiß ich das. Und jetzt können wir da auch beim nächsten Mal was anderes tun. Und du bist jetzt wo? Ja, gut. Was willst du machen? Für Follower blocken. Ja, dann tu das. Kannst mal von dem wunderschönen Haus erzählen, in dem du heute gewesen bist. Ja, Tommy hat echt eine schöne Familie und ein schönes Haus, wo er aufgewachsen ist. Da erinnert er sich auch gerne daran. Und da muss man ihm ja doch schon anrechnen, dass er diesen großen Pool gegen diese kleine Wohnung eingetauscht hat. Wir machen Begonie. Und wir machen das auch an, bevor du hier abdampfst. Und jetzt kannst du ein Träubchen essen. Oder sowas. Was haben wir denn hier? Da ist ein Träubchen. Ja, den Pilz essen wir lieber nicht. Die Banane behalten wir. Geh ins Bett. Oh, Tommy gießt Zucker. Sehr schön. Hallo, ich komme nur gießen, dass ich nicht störe. Sie kann bei dem Geräusch auch schlafen, Tommy. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. Ja, räum das hier noch auf. Und dann gehst du auch mal ins Bett rein. Okay, du bist sehr motiviert. Ich meine, du hast ja seit sehr langer Zeit bei mir seine Familie gesehen, Tommy. Ich verstehe das völlig, dass es dir heute echt gut geht. Sophie, ab auf die Arbeit! Und zwar wann? Gleich, bald. Oh, schnell, steh auf. Hast du dich vernetzt? Ja, hast du. Okay, die Follower hast du leider nicht, aber vielleicht kannst du noch schnell was reinschnupsen. Haben wir irgendwas im Kühlschrank? Ja, haben wir. So. Nein, nicht Portion nehmen. Gericht nehmen. Dass das auch immer woanders angeordnet ist hier, Leute. Das verwirrt. So, hier. Meisterwerk steht da. Boah, Kräuterbasilikum säft. Meisterwerk. Das ist ausgezeichnet. 21. 300 irgendwas. Das wird eingeschickt, Leute. Ich wollte ihn zwar jetzt selbst probieren. Also, die Simmen.
Aber wir schicken den ein. Noch nicht, aber es steht schon da. Das heißt, die kommt heute wahrscheinlich. Aber es sind ja nur 600. Ich reiß mich auch zusammen, nichts zu kaufen. Ich meine, ich habe ja erst, ne, schön hier die Buden, die Bude ausgestattet. Das, ja. Ein Gericht nehmen. Oh, hier ist auch vertrocknet. Ja, da müssen wir heute nochmal einen Kuchen backen und das zu Hause veranstalten. Florale Begonie Kombucha. Für die Konzentration. Ja, kriegen wir hin. Ja, du könntest jetzt noch Zähne putzen. Und dann musst du auch schon los. 99% im Bohlen. Da fehlt echt nur noch 1%, Leute. Das ist ja was. Hä? Benutzen? Anni, du gehst jetzt, ne? Kopfweh. Aufwecken. Oh je. Wie wär's denn mit was essen? Ha? Kommst du Portion nehmen? Was war das denn jetzt? Mit jemandem plaudern. Das kriegen wir bestimmt hin. Verantwortung beibringen. Oh. Du willst wirklich jemandem was beibringen? Ein Kind oder Teenager? Programmieren üben. Jackie, was sind denn das für Hobbys hier? Zieh dich erstmal um. Ich glaube, wir kümmern uns um die Pflanzen. Und neuen Säft. Hast du jetzt was geholt? Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Warte. Das ist das Neue. Ess das bitte. Gut. Ja, Moment. Zutaten. Petersilie. Wir haben nicht mehr viel Zeug. Wir machen jetzt nochmal Basilikum. Ja. Okay, die müssen wir mal ernten. Was haben wir noch? Krokus. Ah, du musst ganz dringend, ne? Du hast heute frei. Ja. Ach ja, Kleine. Jetzt kommt schon die Post. Oh, vielleicht. Komm, stell hier hin. Vielleicht ist ja nicht nur die Rechnung drin, sondern auch eine Antwort. Wir haben ja schon mal Saft verschickt. Na? Nee. Hä? Die Rechnung. Ja, wir bezahlen die mal. Schade, hätte ja sein können. Ach ja. Schade. So Leute, das war's jetzt mal für heute. Beim nächsten Mal gibt's dann wieder mal den Geburtstag von Cindy. Und ja, ich hoffe, der wird dann etwas besser. Es hätte so schön sein können. Aber ihr habt es ja gesehen. Und ja, okay. Dann mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.